Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Schlüter stellte am Dienstag in der Ecolea Internationalen Schule Schwerin sein neuestes Buch Space Kids vor. Der Schriftsteller aus Hamburg hat den wohl besten Grund, Bücher zu schreiben. Er hatte nämlich einfach Lust dazu. Und mit der allerersten Buchidee ergab sich auch die Zielgruppe wie von allein. Ich hatte irgendwann die Idee, dass mir das Schreiben Spaß machen könnte, so wie man auch zum anderen Hobby kommt und das dann einfach ausprobiert. Und dann habe ich ein bisschen rumgekramt in meinem Kopf, ob ich eine Idee habe für ein Buch. Und meine Idee war dann, dass in der Geschichte alle Erwachsenen verschwinden und die Kinder allein in der Stadt bleiben. Also der alte Kindheitstraum war, eine Nacht im Kaufhaus eingeschlossen zu sein. Die habe ich ein bisschen erweitert. Ich habe den Kindern gleich eine ganze Stadt gegeben. Da ich dann aber keine Erwachsenen mehr hatte, war das automatisch ein Kinderbuch. Also das war wirklich Zufall, dass ich jetzt für diese Altersgruppe schreibe. Es folgten weitere Geschichten, Science-Fiction, Krimis, sogar Krimis für Erwachsene, nämlich Tatort-Drehbücher. Einen Schriftsteller einzuladen, damit sollte der jährlich stattfindende Deutschtag an der Ecolea bereichert werden. Mit der Mischung aus wissenschaftlichen Fakten und Reise zu fernen Planeten, um die Erde zu retten, traf Andreas Schlüter den Nerv des Publikums. Die Fünft- und Sechstklässler hingen an seinen Lippen. Im Vorfeld dieser Lesung haben wir mit den Klassen Andreas Schlüter ja auch eingeführt als Autor und seine Bücher haben wir reingelesen und mit ein paar Klassen haben wir dann auch Comics gestaltet von ihm und von seinen Büchern und auch Plakate. Und nach der Lesung stand für die Schüler ein Vorlesewettbewerb auf dem Programm. Auch in Zukunft soll zum Deutschtag an der Ecolea Internationalen Schule Schwerin ein Autor eingeladen werden.